Wir alle freuen uns natürlich, dass Ihre jahrzehntelange erfolgreiche Tätigkeit jetzt eine solche Würdigung erfahren hat. Es geht um die kleine Feier, die wir vorbereitet haben. Bitte. Ach, die würde ich gar nicht so wichtig nehmen. Mein Vorschlag wäre so unauffällig wie möglich. Ja, um die Frage geht es nämlich. Ob wir die Feier verschieben oder ganz entfallen lassen sollen. Warum? Wir haben eine Warnung bekommen. Jemand ist der festen Überzeugung, dass Sie, Herr Derrick, an dieser Feier gar nicht mehr teilnehmen können. Weil Sie dann bereits tot sein werden. Wir nehmen das ernst. Weil wir wissen, wer diese Warnung ausgesprochen hat. Wer? Albert Kaschonik, den Sie ins Gefängnis gebracht haben für 15 Jahre. Und er ist jetzt im fünften. Kaschonik, ja? Ja. Dieser Mann hat gesagt, er glaube nicht, dass Derrick diesen Tag überleben wird. Was halten Sie davon? Kaschonik ist ein eiskalter Hund und, hat keine Moral, überhaupt keine. Wie hat er das erzählt? Seinem Zellennachbarn. Und er hat ihm nicht verboten, es weiterzuerzählen. Kaschonik scheint es geradezu darauf anzulegen, dass es bekannt wird. Wie stehen Sie dazu, Herr Derrick? Der Mann hat immer gesagt, was er wollte. Er hat immer getan, was er wollte. Sollen wir Sie unter Polizeischutz stellen? Nein. Steffen, ich will... Nein. Wie sollen wir reagieren? Überlasse Sie das alles mir, bitte. Es geht los. Zugriff.